Die PS4 per Remote-Funktion steuern und später auch mal PlayStation-Spiele per Stream zocken. PlayStation TV von Sony soll es möglich machen. Wir haben Sonys neue Mikrokonsole ausprobiert. Kurz nach dem ersten Start verbinden wir einen PS3 oder PS4-Controller mit dem Gerät und stellen Datum und Uhrzeit ein. Eigentlich überflüssig, weil sich PlayStation TV die Daten im Anschluss standardmäßig sowieso aus dem Internet zieht, aber ist ja auch egal. Schnell fällt auf, dass die Oberfläche von PlayStation TV übrigens genauso wie die Hardware beinahe 1:1 von der PlayStation Vita stammt, samt der Originalauflösung, die deutlich unter Full HD liegt. Zum Testzeitpunkt lässt PlayStation TV in den Einstellungen eine maximale Auflösung von 720p bzw. 1080i zu. Weil das OS von PlayStation TV eigentlich auf eine Touch-Bedienung ausgelegt ist, fällt die Navigation durchs Menü entsprechend schwer. Nach einer Gewöhnungszeit kommt man trotz der Umstände allerdings damit zurecht. Im Store finden wir Spiele aus der ersten PlayStation-Generation sowie von der PSP und der Vita. Außerdem gibt es hier Minis und diverse weitere Download-Titel. Die Preise sind in Ordnung, ebenso das Angebot für Plus-Mitglieder. Wie auf der PS4 gibt es regelmäßig Sonderangebote oder Gratis-Spiele. Die native Auflösung dieser Download-Spiele liegt aber auch hier teilweise stark unter Full HD. Selbiges gilt auch fürs Remote Play. Die Einrichtung ist einfach. PS4 einschalten und im Menü von PlayStation TV danach suchen. Wichtig ist nur, dass sich die PS4 im selben Netzwerk befindet. Kurze Zeit später ist die Konsole gefunden und wir steuern sie fern. Wahlweise mit einem PS4 oder auch dem PS3-Pad. Die Qualität des Streams zeigt sich dann im Spielbetrieb nicht so richtig toll, wie wir finden. Und das, obwohl das Netzwerk eigentlich deutlich mehr hergeben würde. Was wir im Store vermissen, sind Angebote der VOD-Anbieter wie Netflix, Instant Video oder Watchever. Stattdessen finden wir nur das Sony-Angebot vor mit einer stattlichen Auswahl zum stattlichen Preis und nur in SD-Qualität. Hier muss sich auf jeden Fall noch was tun. Das größte Potenzial hat PlayStation TV mit PlayStation Now. In den USA läuft bereits ein Beta-Test mit dem Spiele-Streaming-Dienst, der in Zukunft auch PS4-Spiele anbieten soll. Bis der in Deutschland startet, ist PlayStation TV zumindest im jetzigen Zustand eher nicht zu empfehlen.